So Leute, ich muss leider hier draußen warten. Der Cihan wird untersucht. Dann schauen wir mal, ob er sich was gebrochen hat oder irgendwas gezerrt hat und so. Leider sind da so viele Leute da drin und die haben mich rausgeschickt. Bis später. Schau mal, der Cihan. Der Cihan hat, so wie wir gerade erfahren haben, das Sprunggelenk gebrochen an seinem linken Fuß. Und jetzt müssen wir warten, wie es weitergeht. Genau. Sag mal, dein Kind. Oh, Milei auch. Schürfwunde. Es ist halt so, wenn man rodeln und Skifahren geht. Wir warten auf den Gips, der arme Cihan. Aber es wird schon wieder, gell? Also, der Robot und ich haben uns jetzt erstmal umgezogen. Wir waren beim Cihan im Krankenhaus. Die Klamotten waren ziemlich nass, die Füße waren nass, gell? Ziemlich unangenehmes Gefühl. Beim Cihan schaut es allerdings schlecht aus. Der hat sich höchstwahrscheinlich das Schienbein gebrochen. Der bekommt jetzt einen Gips. Oh, kein Gips. Kein Gips. Genau, und das heißt, Robert und ich müssen Cihan wahrscheinlich tragen. Und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg ins Krankenhaus zur Mama und zum Cihan. Da sind wir wieder, der Robert und ich, angekommen im Krankenhaus, abgeholt den Cihan. Cihan hockt jetzt leider im Rollstuhl. Es hat irgendwie Spaß ein bisschen Loch gehabt heute, wo wir mit dem Cihan auf dem Schlitten unterwegs waren. Aber der ist halt ein bisschen ziemlich dumm gefallen. Bin ich schuld, Cihan? Nein. Cihan ist halt nur ein bisschen blöd gefallen. Aber so weit, so gut. Jetzt hat er halt einen Gips dran. Und jetzt wird er sich, glaube ich, mal die nächsten paar Wochen schön ausruhen, liegen. Mama ist auch fix und fertig. Den ganzen Tag im Krankenhaus verbracht. Ja, der Arme. Der darf jetzt nicht abstützen. Ganz langsam muss er die Treppen hoch. Das ist ein richtig gutes Beintraining, was du gerade machst, gell? Cihan haben wir mittlerweile ins Zimmer gebracht. Der hat es hier schön bequem gemacht. Sein Fuß müssen wir ein bisschen hochstellen, damit er keine Thrombose kriegt. Das Blut muss runterfließen. Ah ja, Cihan geht soweit gut. Der Fuß ist oben, ja. Cihan liegt hier neben uns. Nimm die zwei Zweier. Wir können jetzt, glaube ich, endlich mal schlafen. Und dann wieder rauskugeln. So Leute, jetzt hört ihr mal wieder ein paar Worte von mir. Also erstmal vorweg, ich wollte mich bei allen bedanken für die gute Besserungswünsche. Und ja, ich weiß sehr zu schätzen. Ihr habt mir überall geschrieben, auf Instagram, auf Snapchat, auf YouTube. Und ja, auf jeden Fall danke dafür. Und mir geht's auf jeden Fall wieder viel besser. Der Arzt hat gesagt, ich soll meinen Fuß hochlegen und ihn ruhig halten. Und dann wird es schon wieder. Und ja, das war's dann von mir. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ciao.